Guten Abend, meine Damen und Herren. Unsere Filmschätze aus den ARD-Archiven führen uns heute ins Weihnachtsland Erzgebirge. Unser erster Beitrag ist eine Gemeinschaftsproduktion von Norddeutscher Rundfunk, Senderfreies Berlin und Westdeutscher Rundfunk aus dem Jahr 1962. Der Film folgt der Spur eines Weihnachtsengels, den jemand in West-Berlin kauft. Der Engel stammt, wie fast aller Christbaumschmuck aus Holz, aus dem Erzgebirge, damals noch DDR-Gebiet. Der Film wollte zeigen, wie das SED-Regime nach dem Krieg und relativ kurz nach dem Mauerbau zu gesellschaftlichen Umschichtungen führt. Zugleich lernen wir auch die Menschen im Erzgebirge kennen, die Traditionen hochhalten und pflegen. Hier eben speziell das Drechseln und Schnitzen von Weihnachtspyramiden, Holzfiguren und Spielzeug. Sehen Sie nun Einblicke in Produktionsstätten in Aue und Glashütte, schöne Winteraufnahmen und Walter Ulbricht, den mächtigsten Mann der DDR, wie er auf Skiern steht und das im Film mit bissigen Kommentaren unterlegt wird. Vom warmen Schein der Kerzen sanft bewegt, dreht sich die Pyramide. Adventszeit, Lichterglanz. Einen Engel für den Weihnachtstisch gesucht und gefunden. So wie hier in einem Westberliner Geschäft warten in ungezählten Läden und Kaufhäusern pausbäckige Engel, Räuchermännchen, Nussknacker, Weihnachtskrippen, Korrendesänger, Weihnachtsmänner auf Käufer. Von kundiger Hand geschnitzt und gedrechselt. Und noch immer kommt ein großer Teil dieser bunten Herrlichkeit aus dem sächsischen Erzgebirge, dem Weihnachtsgebirge, wie die Erzgebirgler sagen, so wie eh und je. All diese Sachen stellen einen beträchtlichen Posten im Interzonenhandel dar. Nein, sie bedeuten mehr. In ihnen verkörpert sich ein Stück gemeinsamer deutscher Weihnacht. Doch der Weg von hier zu den erzgebirgischen Schnitzern, in deren Händen diese wundersamen Figuren geboren werden, ist beschwerlich geworden. Für Millionen ist er jetzt gänzlich versperrt. Berlin, Anhalter Bahnhof. So sah es früher hier aus. Jetzt ein öder Platz im Schatten der Mauer. Der Bahnhof in den 20er Jahren. Von hier aus fuhren früher die Berliner nach Dresden, nach Leipzig, nach Chemnitz. In 3-4 Stunden brachte sie die Bahn ans Ziel. Karl-Marx-Stadt. Der Name Chemnitz wird offiziell nicht mehr verzeichnet. 1953 wurde die erzgebirgische Wirtschaftsmetropole auf den Namen des Begründers der kommunistischen Lehre umgetauft. Was die Einwohner dazu sagten, interessierte nicht. Und könnte der neue Namenspatron gefragt werden, würde er auf die Umtäufer vielleicht jene bissige Charakteristik anwenden, die er zu Lebzeiten auf fragwürdige Parteigänger münzte. Eine Bande von Eseln, die auf uns schwört, weil sie uns für ihresgleichen hält. Viele Straßen führen von Chemnitz hinauf zum Kammgebiet des silbernen Erzgebirges. Wir fuhren immer am Fuße des Erzgebirges oder an seinem Vorgebirge entlang. Hin und wieder blickten nackte Granitblöcke aus den Hügeln hervor. Die ganze Gebirgsart ist aber Schiefer, welcher wegen seiner geblätterten Tafeln ein noch wilderes, zerrisseneres Aussehen hat als der Granit selbst. Die allgemeine Pflanze war die Harztanne. Ein schöner Baum an sich, der ein gewisses, ernstes Aussehen hat, der aber die Gegend, auf welcher er steht, meistens öde macht. So hat Heinrich von Kleist, der Dichter des Prinzen von Homburg und des Käthchens von Heilbronn, das Erzgebirge beschrieben. Uns will es nicht ganz so schroff und abweisend erscheinen wie dem preußischen Poeten.
Sanfte Höhenzüge, bedeckt von melancholischen Fichtenwäldern, tief eingeschnittene Täler. Das ist die Landschaft des Grenzgebirges zwischen Sachsen und Böhmen. Ihr eigentümlicher Reiz will erschlossen sein. Weder die Landschaft noch ihre Menschen neigen dazu, sich prahlend hervorzutun. Die Erzgebirgler sind stets bescheiden geblieben, obgleich sie eine unvergleichliche Leistung vorzuweisen haben. Sie behaupteten sich in einem Landstrich, der in seinen oberen Lagen außer Kartoffeln und Hafer nur dürftiges Gras für die Hauskuh gedeihen lässt, allein durch ihren Erfindungsreichtum und durch ihren sprichwörtlichen Handwerksfleiß. Das ist er, der Vogelbeerbaum, den die Poesie der Gebirgler als den schönsten Baum besingt. Erfindungsreichtum. Als im 16. Jahrhundert die Bergschätze an Silber, Zinn, Blei, Kobalt, Wismut zu versiegen begannen, schien es für die eingewanderten Bergleute, Handwerker und Gewerbetreibenden nur eine Möglichkeit zu geben: zurück in die Ebene, die Arbeit und Brot versprach. Doch sie blieben und gediehen. Zu Anfang dieses Jahrhunderts wies das Erzgebirge die gleiche Bevölkerungsdichte wie Belgien auf. Ort reiht sich an Ort. Die Städte zeugen von vergangenem Reichtum, von Kunstsinn und von Heimatliebe. Das Siedlungsgebiet reicht hinauf bis an die Hänge des Fichtelberges, der höchsten Erhebung auf der sächsischen Seite des Gebirges. Hier liegt Oberwiesenthal, das sächsische Wintersportparadies. In der 1527 gegründeten Freien Bergstadt war es recht still geworden, nachdem der Silbersegen zerronnen war. Doch um die Jahrhundertwende lebte das Städtchen wieder auf. Der populär werdende Wintersport weckte Oberwiesenthal aus dem Dornröschenschlaf. Touristen, Wintersportler kamen in wachsender Zahl. Eine Sprungschanze entstand. Hoch hinauf zum Fichtelberg wurde die Seilschwebebahn gebaut. Verschneites Märchenland. Tief beugt der Schnee die Tannen. Die Schneise lockt zur Schussfahrt. Zur Skiwanderung laden die geheimnisvollen, stillen Wälder ein. Und an der Sprungschanze wartet die sportliche Sensation. So präsentierte sich Oberwiesenthal schon in den 20er und 30er Jahren. Und so zeigt es sich heute. Helmut Recknagel, König der Skispringer, Olympiasieger. Aber auch er ist da, Walter Ulbricht. Die Elite der sächsischen und thüringischen Skispringer geht über die Schanze. Ihre sportlichen Höchstleistungen hat das System Ulbricht zu einer Frage des politischen Prestiges gemacht. Oberwiesenthal lockt allwinterlich Tausende an. Höher hinauf geht es mit der Schwebebahn.
Verschneite Wälder, Berge, majestätische Ruhe. Doch die raue Wirklichkeit ist näher, als man glaubt. Walter Ulbricht und Gattin Lotte, die als First Lady des Zonenregimes fungieren darf, seitdem Nina Chruschtschewa der Welt vorgestellt wurde. Eine Szene, auf die kein Diktator verzichtet, seitdem es Film- und Fernsehkameras gibt. Ulbrichts als Sportler, was tut man nicht alles, um beliebter zu werden? Waldeinsamkeit im Kammgebiet des Erzgebirges. Die Straße endet an der Grenze. Sechs Eisenbahnlinien schlugen früher die Verbindung übers Erzgebirge nach Böhmen, vom Elbdurchbruch bei Bad Schandau bis zum Vogtland. Auf mehr als 30 Straßenverbindungen wickelte sich der Grenzverkehr für Fahrzeuge und Wanderer ab. Und heute, in dem Grenzabschnitt von rund 200 Kilometer Ausdehnung, gibt es nur den einen Straßenübergang bei Zinnwald im Osterzgebirge. Schmilka im Elbtal. Hier passiert der einzige Schienenstrang die Grenze zur Tschechoslowakei. Güteraustausch per Schiene. Frachtschiffverkehr, der vor allem Hamburg als Umschlaghafen zum Ziel hat. Dem Personenverkehr dient der Paradezug Vindobona, der Ostberlin mit Dresden, Prag und Wien verbindet. Auch hier herrscht das Gesetz der sogenannten Friedensgrenze mit Wachtürmen und Stacheldraht. Auf Friedenswacht an der Staatsgrenze. Für wen? Gegen wen? Nur der Blick darf hinüber über die Grenze. Drüben im Dunst verschwindet das böhmische Mittelgebirge, eines der verlorenen Paradiese für deutsche Touristen. Auch hier ein verlorenes Paradies, Oberschlema, einst ein berühmter Kurort mit der stärksten radiumhaltigen Quelle der Welt. Auf die Gegenwart lassen sich die hier gezeigten Bilder nicht übertragen. Das alte Oberschlema existiert nicht mehr. Es wurde unterwühlt. Was nicht abgerissen wurde, stürzte ein. Die Quelle versiegte, liquidiert, weil die Sowjetunion Pechblende brauchte, die hier in reicher Menge gefunden wurde. Am Berghang ist jetzt eine neue Siedlung entstanden, die den Namen Oberschlema trägt. Mit dem alten Kurort hat sie außer dem Namen nichts gemein. Aue, Ausgangspunkt der gewalttätigen Veränderungen, die dem Land hier oben ein anderes Gesicht gaben. Früher war Aue eine fleißige, von zahlreichen Betrieben belebte Stadt ohne besondere Anziehungspunkte, bis der Begriff Wismut auftauchte. Ein Name, der in der Nachkriegszeit schicksalhafte Bedeutung für die Stadt und ihre Umgebung gewann. Aufmarsch der Betriebskampfgruppen. Halb Parteiveranstaltung, halb militärisches Schauspiel. In Szene gesetzt, teils um das Selbstbewusstsein einer Minderheit zu stärken, teils um die Bevölkerung einzuschüchtern. Hier ein Stück altes Aue, über dem Torbogen das sächsische Wappen. Hoch reckt sich der steile Turm der Jakobikirche, das Wahrzeichen der Stadt, in den dunstigen Himmel. An der Kirche vorbei führt die Straße nach Schwarzenberg.
Nirgendwo im Erzgebirge sind so viele Lastkraftwagen anzutreffen wie hier. Fast alle stehen im Dienst der sowjetisch-deutschen Aktiengesellschaft Wismut. Das Programm dieses Unternehmens: Förderung von Pechblende, die das Ausgangsprodukt der Urangewinnung ist. Wie ein Fieber überfiel der Uranboom bald nach Kriegsende das stille Land um Schneeberg, Oberschlema, Aue, Schwarzenberg. Sowjetische Geologen und Ingenieure kündigten das Fieber an. Ihnen folgte, teils gezwungen, teils durch allerlei Vergünstigungen angelockt, ein Strom von Arbeitern. Zehntausende. In alte, längst stillgelegte Silber-, Zinn- und Eisenschächte, die mehr schlecht als recht zugerüstet wurden, zog hektische Betriebsamkeit ein. Schnell, schnell war die Devise. Josef Stalin brauchte Uran für seine Atombombe. Das Erzgebirge musste es liefern. Berge, Ortschaften wurden unterwühlt. Stollen stürzten ein. Allmählich ebbte der Boom wieder ab. Die Funde erschöpften sich. Nur noch an wenigen Stellen wird heute geschürft. Im Winter deckt der Schnee die schweren, unheilbaren Wunden, die dem Land geschlagen wurden, mildtätig zu. Wenn Aue zum Sinnbild eines fiebrigen Raubbaus an Bergschätzen geworden ist, so verkörpert Freiberg die alte wechselvolle Geschichte des erzgebirgischen Bergbaus. Der Dom mit seiner einzigartigen Tulpenkanzel, sie wurde von Meister Hans Witten aus einem Tuffsteinblock geschlagen. Und noch ein Kleinod von besonderem Rang beherbergt der Dom, eine Orgel Gottfried Silbermanns, die hier seit 1714 das Lob Gottes verkündet. Silbermann selbst fand in Freiberg seine zweite Heimat. Patrizierhäuser, kunstvolle Torbögen, Renaissancegiebel, Zeugnisse einer großen Vergangenheit. Freiberg, die Stadt auf dem Berge, ist auf Silber gebaut. Reichtum, aber auch die Not versiegender Schächte, Teuerungen, Krieg und Pestilenz sind in ihren Annalen verzeichnet. Das Denkmal des Markgrafen Otto von Meißen, der Reiche genannt. Er gründete im 12. Jahrhundert die Stadt. In Freiberg ist die älteste montanwissenschaftliche Hochschule der Welt beheimatet, die Bergakademie. In wenigen Jahren 1965 wird sie ihr 200-jähriges Bestehen feiern. Ihre ehrwürdige wissenschaftliche Tradition verkörpert sich in den Namen des Geologen von Cotta, des Chemikers Winkler und des großen Lehrers der Eisenhüttenkunde Adolf Bernhard Ledebur. An der Freiberger Akademie studierten Alexander von Humboldt und Theodor Körner. Das Zonenregime hat den Ausbau der Bergakademie mit bedeutenden Investitionen gefördert. Allerdings steht das 1951 projektierte neue Hochschulviertel noch weitgehend auf dem Reißbrett. Neben Lehre und Forschung sind dem Lehrkörper der Akademie Planaufgaben gestellt. Das SED-Zentralorgan Neues Deutschland schrieb, die Wissenschaftler der Bergakademie stünden mit in vorderster Front des Kampfes um die Erfüllung des Kohle-, Energie- und Chemieprogramms. Die ideologische Planerfüllung der Studenten lässt freilich zu wünschen übrig. Erst vor wenigen Monaten diagnostizierte die SED an ihnen Erscheinungen des Zurückweichens vor dem Klassenfeind und Liberalismus. Im Stadt-
und Bergbaumuseum projiziert sich die 800-jährige Geschichte Freibergs, die zugleich die Geschichte des Bergbaus ist. Fahnen und Trachten der alten Bergzünfte. Prachtvolle Mineralien aus den Schächten des Freiberger Reviers. Georg Agricola, ein Zeitgenosse Luthers, begründete die moderne Mineralogie, Metallurgie und Bergbaukunde. Er schrieb das berühmte Bergwerks- und Hüttenbuch De Re Metallica über das Wesen der Metalle. Das Versiegen der Bodenschätze nötigte die Bergleute des Freiberger Reviers, im September 1913 die letzte Schicht zu fahren. Zwar wurde 1934 im geringen Umfang die Förderung wieder aufgenommen, aber die Ausbeute blieb kaum nennenswert. Wohl aber eignet sich das weitverzweigte System von Schächten und Stollen ausgezeichnet zur praktischen Anleitung der angehenden Bergbauingenieure und Steiger. In Leerschächten für Erz, Steinkohle, Braunkohle und Kali erwerben sie unter Tage das Rüstzeug für die spätere berufliche Praxis. Alte Bergbautradition und moderne Technik geben sich hier die Hand. Weithin übers Gebirge signalisieren einige Fördertürme: Hier liegt Freiberg. In Altenberg im Osterzgebirge wird noch immer Zinn geschürft. Allerdings ist die Ausbeute verhältnismäßig gering. Der Einsturztrichter eines zusammengestürzten Bergwerks, eine Pinge, wie man im Erzgebirge sagt. So wurde hier früher Zinn gewonnen. Schon an der eigentümlichen Farbe des Gesteins erkennt der kundige Bergmann, ob es Zinn enthält und ob die Ausbeute lohnt. Unter ohrenbetäubendem Lärm werden die bergfeuchten Gesteinsmassen vom Steinbrecher zerkleinert. Urtümlich wirkende Pochstempel, jeder von ihnen hat das Gewicht von 5 Zentnern, zerstampfen das Erz unter Zuführung von Wasser zu Brei. Schüttelwerke trennen das Zinnerz vom fremden Gestein. Ein kakaobraunes Mehl liegt vor uns. Ausgeschieden sind Arsen, Schwefel, Wismut und Wolfram. Mit einem Feingehalt, der dicht an 100% herankommt, gehört das Altenberger Zinn zu den reinsten, die es auf der Welt gibt. Der Zinnstein ist fertig zum Ausschmelzen. Der Guss eines großen Zinntellers kann beginnen. Im Bleibad, das 400 bis 500 Grad heiß ist, wird die Form angewärmt. Das flüssige Zinn wird eingegossen, ein Vorgang, der sich auf diesen Bildern noch nach handwerklichen Regeln abwickelt. Die Form gibt den Teller frei. Und nun wird er auf Hochglanz gebracht.
Das Markenzeichen wird eingeschlagen. Vollendet ist das Werk. Glänzende Pokale und anderes Tischgeschirr aus Altenberger Zinn. Ihre Fertigung ist längst eingestellt worden. Was der VEB Zinnerz in Altenberg heute dem Gestein abgewinnt, dient ausschließlich industriellen Zwecken. Die rohstoffarme und devisenschwache Zonenwirtschaft ist auf jedes Kilo Zinn aus den beiden Schürfstellen Altenberg und Ehrenfriedersdorf angewiesen. Aber auch so manches Haus im Erzgebirge beherbergt alte Schätze aus Zinn, Erinnerungen an frühere Zeiten. Eine andere Pinge, die Spuren des alten Bergbaus sind unverwischbar. Museal wirkt dieser Pferdegöpel, mit dem früher die Förderschalen zutage gebracht wurden. Der Frohnauer Hammer, ein altes Hammerwerk aus dem 15. Jahrhundert. Es ist das einzige, das vollständig erhalten blieb. Annaberg mit der St. Annenkirche, die zu den schönsten Gotteshäusern Sachsens zählt. Meister Hans Hesse hat auf dem berühmten Bergaltar in St. Annen, entstanden um 1500, die Fabel vom Ursprung des Silberbergbaus dargestellt. Im Traum erscheint einem Bergmann ein Engel und zeigt ihm einen Baum, der Schätze bergen soll. Mit Hilfe einer Leiter will der Bergmann die vermeintlichen silbernen Früchte pflücken. Doch der Engel befiehlt ihm, am Fuße des Baumes zu suchen, wo er dann silberhaltiges Erz findet. Silberfunde haben diese Stadt zwischen rauen Bergen entstehen und wachsen lassen. Gemeinsam mit der Nachbarstadt Buchholz ist sie das größte Gemeinwesen im oberen Erzgebirge. Längst sind auch hier die Silberadern im Berg versiegt. Andere Gewerbe- und Wirtschaftszweige blühten auf. Der Marktplatz, wie er sich früher darbot, in seiner Mitte das Denkmal einer bemerkenswerten Frau, jetzt nur noch ein leerer Sockel. Eine Nachbildung des Denkmals in Holz geschnitzt, Barbara Uttmann, verehrt fast wie eine Heilige im Erzgebirge. Sie lehrte, als im 16. Jahrhundert Not und Armut die Bergstädte bedrängten, die Frauen eine eigentümliche Handarbeit, die Spitzenklöppelei. Eine Kunst, die heute wohl nur noch im Erzgebirge heimisch ist. Diese Handarbeit, oder soll man besser sagen Kunsthandwerk, erfordert die Beherrschung einer nicht leicht zu erlernenden Technik. In ihr vereinigen sich Wesensmerkmale sowohl des Teppichknüpfens als auch des Webens und des Stickens. Die jungen Elevinnen der Kunst, Klöppeln wird hier teilweise noch in der Schule gelernt, brauchen 3 Monate, ehe sie die Grundbegriffe beherrschen. Viele, viele Stunden geduldiger und aufmerksamer Arbeit braucht es, bis ein Deckchen, der Spitzensaum eines Kleides oder gar ein Tafeltuch aus Klöppelspitze vom Arbeitsgerät, dem merkwürdigen Klöppelsack, fertig entlassen werden kann. Wo fleißige Klöpplerinnen am Werk sind, signalisiert weithin das hölzerne Getön der Klöppel. Leider wird die Nachfrage nach den kostbaren Klöppelspitzen im Westen immer geringer. In diesem Jahr fand kaum ein Zehntel des im Interzonenhandel angebotenen Kontingents an erzgebirgischen Spitzen und Posamenten. Es wurden Waren im Werte von mehr als 10 Millionen Mark angeboten, Käufer in der Bundesrepublik. Junge Klöpplerin in altem Gewand. Die kleidsame Tracht ist freilich nur noch selten zu sehen, so schön sie ist. Bewunderung verdient auch das Werk der fleißigen Klöpplerin. Ein anderes Beispiel erzgebirgischen Handwerksfleißes, Glashütte. Man glaubt, Uhren ticken zu hören, wenn der Name dieser kleinen, gleichwohl berühmten Stadt genannt wird. So sah Glashütte früher aus. Ein altes Gemälde hat das Panorama festgehalten.
Glashütte heute. Ein Chronometer aus Urgroßvaters Zeiten. Auch die alten Werkzeuge, mit denen er hergestellt wurde, existieren noch. Zuverlässig wurde schon damals gearbeitet. Mit Präzisionsarbeit hat Glashütte seinen Weltruf begründet. Heute arbeitet man so. Glashütte ist nur ein Beispiel für die vielgestaltige handwerkliche Fertigkeit, durch die sich die Erzgebirgler auszeichnen. Ihr Erfindungsgeist überwand die Not, die sich einstellte, als kaum mehr Erz gefunden wurde. Tausende von mittleren und kleinen Betrieben, die zum Teil heute noch in Privathand sind, zeugen von Lebenswillen und Tatkraft. GUB, Glashütter Uhrenbetrieb. Gütezeichen gestern und auch jetzt noch. Allerdings ist Glashütte in der sowjetischen Uhrenindustrie, die sich nach dem Kriege sehr nachhaltig in Glashütte orientiert hatte, eine schwere Konkurrenz auf dem Markt des Ostens erwachsen. Der Winter zieht ein in Glashütte, in der alten Stadt der Uhren. Ein Reichtum ist dem Erzgebirge über all die Jahrhunderte hinweg geblieben: das Holz seiner Wälder, der vielseitigste Werkstoff, der sich denken lässt. Pferdefuhrwerke bringen die gefällten Stämme in die Werkstätten. Dem kleinen Spielzeugmacher und dem Feierabendschnitzer genügt aber auch der Leiterwagen zur Holzbeschaffung. Wälder, Holz, soweit das Auge sieht. In den Ortschaften singen Kreissägen und andere Holzbearbeitungsmaschinen das Lied der Arbeit. Doch wenn die Sonne hinter den Bergen verschwindet, wenn die Maschinen verstummen, machen sich in vielen Häusern die Feierabendschnitzer ans Werk. Das sind die Geschöpfe der Feierabendschnitzer. Der Bergmann und das Bergwerk. Diese Thematik hat es den Schnitzern besonders angetan. Sie ist das unerschöpfliche Gebiet bildnerischer und technischer Tüfteleien. Wahre Wunderwerke sind entstanden. Die Figuren, ihre Werkzeuge und ihre Arbeitsgerätschaften werden durch unsichtbare Drähte bewegt, so als ob ein geheimer Berggeist ihnen Leben eingehaucht hätte. Auch die Landschaft selbst, in der sie leben, bildet sich im Werk ihrer geschickten Hände ab. Der Berg mit Waldarbeitern. Thank you.
die Tiere der heimischen Wälder. Selbst die Späne, die unter der sausenden Axt des Waldarbeiters fallen, sind auf wunderliche Weise sichtbar gemacht. Das scharfe Auge des Försters späht nach jagdbarem Wild und nach dem räuberischen Wilddieb. Auf der Pirsch. Nichts ist so kompliziert, als dass es vom Feierabendschnitzer nicht dargestellt werden könnte. Ein Spielzeugmacher bei der Arbeit. Seine Maschine formt ein Werkstück, dessen Gestalt bald verrät, was daraus entstehen soll. Spielzeugpferdchen. Stück um Stück, genug, um eine Koppel zu beleben. Bunt bemalt gehen sie später hinaus, um in Geschäften um die Gunst der Kinder zu werben. Hier ist die Tanne das Vorbild. In gefühlvoller Schnitzarbeit werden ihre Zweige aus Spänen nachgebildet. Das Bäumchen wird später vielleicht eine Pyramide zieren oder eine Weihnachtskrippe. Noch immer entstehen ungezählte Weihnachtspyramiden, fabelhaft bevölkert von Mensch und Tier. Holz für die Schnitzer, Holz für das bunte Märchenland der Spielwaren. Nach Olbernhau und Seifen, ins Zentrum der erzgebirgischen Spielwarenindustrie, weist das Schild. Seifen hoch oben am Hang des Schwartenbergs gelegen. Als der Zinnbergbau nicht mehr lohnte, der den Ort entstehen ließ, wurden Holzschnitzerei und Spielwarenherstellung zum Haupterwerb. Das Markenzeichen der aus Seifen kommenden Holzwaren hat sich zwar geändert, doch die Produkte sind dieselben geblieben. Im Heimat- und Spielzeugwarenmuseum tut sich die vielgestaltige Welt der heimischen Handwerkskunst auf. Es gibt im Erzgebirge eine Reihe solcher sehenswerter Ausstellungen. Zu nennen sind neben dem Museum von Seifen vor allem das Annaberger Erzgebirgsmuseum, in dem sich unter anderem eine vollständig eingerichtete Zinngießerwerkstatt befindet und das mit Liebe und Sorgfalt betreute Schneeberger Heimatmuseum. Straßenbilder, wie man sie überall in den kleinen und mittleren Gemeinden des oberen Erzgebirges findet. Üppiger Reichtum ist hier nicht zu Hause, heute weniger denn je, wohl aber Genügsamkeit und Fleiß. Die alte 1779 erbaute Kirche von Seifen mit ihrem hohen eigentümlichen Zeltdach und dem kurzen Turm. Bald wird sie, wie in jedem Jahr, zu mitternächtlicher Stunde zur Christnachtsfeier laden. Adventszeit und Lichtelabend, Lichtelabend, richtig gesagt, sind im Erzgebirge nicht voneinander zu trennen. Auch das ist ein Lichtelabend, einer des neuen Typs. Die Jugend einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft in der Tracht der jungen Pioniere versucht, dem alten Brauch ein neues Aussehen zu geben.
Was übrig bleibt, sind die Kerzen, die Lichtel. Mit einem richtigen Lichtelort hat die von der Partei aufgezogene Kulturveranstaltung sonst nichts gemein. Kein Weihnachtslied, kein Weihnachtsmann, kein Engel. In den Häusern des Erzgebirges sieht es anders aus. Wir fanden ein Haus, so wie es tausendfach im Erzgebirge anzutreffen ist, sogar im Südzipfel Westberlins. Kerzen leuchten aus seinen Fenstern und der Adventsstern. Der Lichterschein widerspiegelt sich auf den Zweigen der Tanne, die wie ein getreuer Wächter neben dem Haus steht. Kerzen krönen den Schwibbogen, ein altes handwerkliches Zierstück. Der Reigen seiner Figuren, ein Weihnachtsengel, Bergleute, Klöppel zu ihren Füßen, die sächsischen Kurschwerter zu ihren Häuptern und schließlich die Klöpplerin. Der Zitherspieler, getreulicher Hüter all der Lieder und Melodien aus dem Gebirge. Kein Hutzenormt, kein Lichtelormt ohne Spiel und Gesang. Der erzgebirgischen Spitzenklöppelei Barbara Uttmann, deren Denkmal früher in gleicher Gestalt wie in dieser Schnitzerei auf dem Marktplatz zu Annaberg stand. Ihre Schülerinnen sitzen noch immer mit fabelhafter Fingerfertigkeit vor dem Klöppelsack. Alte Kunst stirbt nicht aus. Bärbeißiger Geselle. Keine Nuss, die ihm zu hart wäre. Und wenn der Permit sich dreht, ist unsere schönste Zeit. Gesammelt und aufbewahrt, wenn die Adventszeit kommt, dürfen sie sich zeigen. Rund im Kreise bewegen sich die himmlischen Heerscharen immer auf Weihnachten zu. Betrachten wir noch einmal, was aus der Hand der Feierabendschnitzer kommt. Stets bleibt ihr Werk Erzgebirge. Niemand verkörpert das Land an der Grenze von Sachsen, wo die Schwarzbär wachsen, so wie Anton Günther aus Gottesgab, der Sänger des Erzgebirges. Die Meißner Porzellanmanufaktur prägte ihm zu Ehren eine Plakette. Auf ihrer Rückseite findet sich der Anfang seines Liedes, »Sis Feierabend«. Im Erzgebirge wird kein Lied mit mehr innerer Anteilnahme gesungen als dieses. Köstlicher Feierabend nach einem schweren Tagewerk.